Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Hashtag DIY mit Barbie Video. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid, weil das DIY heute wird mega, 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 mega cool. Viermal, oder? Und zwar werden wir heute Kristalle zusammen machen. Ich werde euch zwei verschiedene Wege zeigen, aus zwei komplett verschiedenen Zutaten halt Kristalle am Ende zu machen. Und ich finde, der erste Weg, den ich euch zeigen werde, aus Salz und Zucker, ist sogar noch der coolere, weil den habe ich mir komplett alleine ausgedacht und den habe ich so echt noch nirgendwo gesehen. Und ich habe mir den eigentlich nur deshalb ausgedacht, weil so die anderen Kristallrezepte, die ich im Internet gefunden habe, die sind in Deutschland ein bisschen schwer umzusetzen, weil man dazu entweder Borax oder Alaunpulver braucht. Und Borax wurde in Deutschland verboten. Und Alaunpulver ist auch nicht mehr so einfach zu bekommen, es sei denn, man bestellt es irgendwie übers Internet. Theoretisch müsste man es in Apotheken bekommen, aber, Leute, praktisch sieht das ganz, ganz anders aus. Ich war in drei verschiedenen Apotheken und sie wollten mir das einfach nirgendwo verkaufen oder sie hatten es einfach nicht, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ich wurde angeguckt, als wollte ich eine Bombe bauen, als ich gefragt habe, ob sie das Zeug haben. Und ja, ich habe es nirgendwo bekommen. In der vierten Apotheke hat es dann mein Freund bekommen. Mir wollten die es echt nicht verkaufen. Keine Ahnung, vielleicht sind eure Apotheken auch irgendwie anders drauf, aber ich wünsche euch so oder so auf jeden Fall ganz viel Spaß mit dem Video und los geht's! Okay, also wir fangen wie gesagt an mit unseren Zuckerkristallen und zwar braucht ihr als erstes irgendeine Art von Grundlage, die sollte so halbwegs rundlich sein und da füllt ihr dann später die Kristalle rein. Ich habe jetzt einfach so Ostereier genommen, die habe ich bei Nanunana gekauft, aber die gibt es im Moment echt in jeder Drogerie, in jedem Supermarkt und die sind halt hohl innen drin. Und dann könnt ihr die äußere Schicht auch schon irgendwie bemalen und dekorieren, die wird man nämlich am Ende sehen und die stellt sozusagen den Kristallboden dar. Ich habe die Eier ganz verschieden bemalt, also ich habe auf dem einen hier goldenen Edding genommen und auf dem anderen einfach Nagellack und ihr könnt auch Nagellackfarben mischen oder bestimmt auch noch irgendwelche anderen Farben nehmen, also das, was ihr halt zu Hause habt, ihr müsst jetzt nicht unbedingt goldenen Edding oder sowas benutzen. Als nächstes färben wir dann das, was später die Kristalle werden. Und wie gesagt, ich habe einfach so etwas gröberen Zucker genommen. Den findet ihr in jedem Supermarkt. Oder ihr könnt auch einfach grobes Meersalz nehmen. Ich habe die teilweise einfach so zusammengemischt, weil die eine verschiedene Struktur haben. Und ich habe die jetzt auf drei Tupperdosen verteilt, weil ich drei verschiedene Farben am Ende haben wollte. Und als nächstes braucht ihr Lebensmittelfarbe, die gibt es auch in jedem Supermarkt. Und ich habe jetzt einfach jeweils ein paar Tropfen zu dem Zuckersalzgemisch dazu getan und habe das dann so vermischt, dass am Ende halt eine Farbe dabei rauskam, die mir gefallen hat. Also blau und so rosa oder rot und außerdem habe ich auch noch blau und rot zusammengemischt und daraus wurde dann lila. Ich hatte jetzt auch noch etwas von diesem Glitzer hier zu Hause und ich habe mir gedacht, eigentlich sieht es nochmal ein bisschen funkelnder aus, wenn man den noch zu dem Zucker dazu macht. Aber das müsst ihr natürlich nicht machen, aber falls ihr irgendwie so Glitzer oder irgendwelche Lidschattenpigmente oder so habt, dann könnt ihr die einfach dazu mischen. Und dann geht es auch schon weiter mit dem dritten Schritt. Da könnt ihr aber erst weitermachen, wenn die Eierschalen wirklich komplett durchgetrocknet sind. Also ich habe jetzt Modelliermasse genommen. Ich zeige euch auch gleich, wie ihr das ohne machen könnt. Und ich glaube, es gibt verschiedene Modelliermassen, aber meine ist echt eine ganz günstige. Die hat 1,95 gekostet und ich habe die bei Nanunana gekauft. Und das ist halt einfach eine Masse, die an der Luft trocknet und halt hart wird. Davor kann man sie halt aber einfach formen, wie man möchte. Ich habe die Modelliermasse dann einfach in vier gleich große Stücke eingeteilt. Und ich habe die dann so geformt, dass ich sie in das Ei reinlegen konnte und dass ein kleiner Rand entstanden ist. Weil ich wollte, dass die Eierform halt nicht zu perfekt aussieht, sondern so ein bisschen mehr wie ein Stein, den man irgendwie draußen so in der Natur finden würde. Ja, ich weiß nicht, ob ihr wisst, was ich meine. Aber ich wollte halt einfach nicht, dass es so gleichmäßig aussieht. Und ja, hab das dann einfach so geformt. Und die Modelliermasse hat auch noch einen zweiten Vorteil. Und zwar könnt ihr jetzt die Kristalle einfach schön an diese Masse dran drücken. Und wenn die dann später aushärtet, dann fällt halt so diese erste Schicht von den Kristallen nicht raus, weil die dann einfach an der Masse so dran getrocknet ist. Damit auch die oberen Kristallschichten gut halten, habe ich aber irgendeine Art von Kleber gebraucht. Und ich habe einfach Zuckerguss angerührt. Also 4 Teelöffel Puderzucker und 1 Teelöffel Wasser, dann ein bisschen Lebensmittelfarbe in der richtigen Farbe dazu. Und wenn das später aushärtet, ist es wirklich steinhart und es hält auch super gut und wird auch nicht schlecht durch den ganzen Zucker. Wenn ihr keine Modelliermasse zu Hause habt oder auch einfach keine kaufen wollt, dann könnt ihr sofort mit dem Zuckerguss anfangen und den halt einfach an den Rand von dem Ei verteilen. Da, wo ich keine Modelliermasse benutzt habe, habe ich 2 Schichten Zuckerguss jeweils genommen. Eine am Rand unten und dann nochmal eine in der Mitte. Und bei diesen Kristallen hier habe ich halt nur in der Mitte noch einmal Zuckerguss drüber gemacht, damit das alles auch schön hält. Und dann kommt der blödeste Teil, zumindest wenn ihr Modelliermasse verwendet habt. Jetzt müsst ihr nämlich warten, bis die getrocknet ist. Und das dauert schon mal so 8 bis 10 Stunden, würde ich sagen.
Und am nächsten Tag halten die Kristalle dann wirklich bombenfest und sind richtig schön sicher in dieser Form drin. Und ich würde euch übrigens nicht empfehlen, Kleber wirklich als Klebemittel zu nehmen, was ein bisschen doof klingt. Aber ich habe das mal versucht und das hat die Kristalle voll aufgelöst. Also das würde ich eher nicht machen. Und als letztes könnt ihr dann noch die Ränder von euren Eiern schön bemalen. Ich habe jetzt einfach wieder das genommen, was ich halt bei den Schalen schon genommen habe. Also einfach Edding und Nagellack. Aber ihr könnt natürlich wieder irgendwas anderes dafür nehmen. Und dann sind eure Kristalle fertig und sie sehen einfach so schön aus, finde ich, und machen sich einfach richtig gut als Zimmerdeko oder ja, eigentlich nur als Zimmerdeko, aber dafür machen sie sich echt richtig gut. Okay, und dann hatte ich euch ja noch versprochen, dass ich euch noch eine zweite Methode zeige. Ich habe als Grundlage halt wieder diese Eier genommen und jetzt müsst ihr einfach die Fläche, die ihr später mit Kristallen bedeckt haben wollt, mit Kleber erst einmal einpinseln. Und als nächstes braucht ihr, wie gesagt, dieses Alaunpulver, das einfach extrem schwer zu finden ist. In der Apotheke wird das übrigens verkauft als Aluminium-Kaliumsulfat oder Kalium-Aluminiumsulfat. Das ist wohl ziemlich dasselbe und das sieht so aus. Auf jeden Fall streut ihr jetzt das Pulver in eure Eier rein und durch den Kleber haftet das jetzt sehr gut da dran. Und jetzt müsst ihr das wirklich richtig gut durchtrocknen lassen. Also ich würde sagen mindestens 5 Stunden, damit es wirklich komplett trocken ist. Und danach könnt ihr die Alaunlösung anfertigen. Nehmt einfach ganz heißes Wasser, das gerade so abgekocht ist, und dann löst ihr einfach da drin dieses Alaunpulver auf. Und ihr könnt da verschiedene Verhältnisse nehmen, je nachdem, wie groß eure Kristalle später werden sollen. Also ich habe ungefähr 50 Gramm Alaunpulver genommen und 200 Milliliter Wasser in etwa. Aber man muss da jetzt auch nicht so komplett genau sein. Und dann könnt ihr einfach wieder so viel Lebensmittelfarbe dazugeben, wie ihr wollt, damit eure Kristalle später schön bunt werden. Und dann legt ihr die Eierschalen in die Lösung rein. Und nach so ungefähr 15 Stunden sah mein Ei dann so aus. Und es hatten sich halt diese kleinen Kristalle dort gebildet, wo am Anfang nur dieses kleine Pulver war. Und ja, sie funkeln sehr schön, sehen echt richtig cool aus. Wenn man sie noch länger drin lassen würde in der Lösung, würden sie auch noch größer wachsen. Also man kann die echt immer wieder rausnehmen und einfach gucken, ob sie einem schon gefallen oder noch nicht. Und ja, fertig sind eure Kristalle Nummer 2. Und das war das Video für heute und schreibt mir unbedingt mal in die Kommentare, welche von den beiden Methoden euch besser gefallen hat und welche Kristalle. Und ihr könnt mir, falls ihr irgendwas aus dem Video nachmachen solltet, wie immer ein Tweet oder ein Bild auf Instagram schicken mit dem Hashtag DIY mit Barbie. Das würde mich super freuen. Ihr findet meine ganzen Social Media Accounts hier und unten in der Infobox. Und ich verlinke euch da auch nochmal ältere DIY-Videos von mir, falls ihr noch was machen wollt. Und außerdem auch natürlich noch meine letzten beiden Videos. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Macht es gut und ciao.